Weißt du, Mick, du wirst bestimmt noch zu einer richtigen... Ich war mir nicht... oder welche war bei Clarence. Dir Dominika und welche war... Ah, Nordmann und Dominika, meine ich, waren. Was, nicht Nordmann und Clarence? Na, aber dann geht ja nicht Bondage Dominika. War die nicht bei dir? War die bei... Achso, ja, nee, stimmt. Ich war ja Dominika. Stimmt, bei dir muss es... Ja, dann ich war, wohl. Ich war die ja gar nicht, oder? Oder war ich... Nee, wer war die denn eigentlich? Ich war Dominika. Okay. Du warst Clarence. Ja, ja, dann wird das wohl Clarence. Ja, genau. Berühmtheit! Ja! Ich weiß nicht, ob ich das Wort Berühmtheit benutzen würde. Was ist los, Nick? Es sieht aus, als hätte die Wache, die mich angerempelt hat, etwas fallen gelassen. Oh, Coincidence! Zufall. Was ist das? Was ist das? Es leuchtet... Nee, blaues Licht! Und was macht es? Es leuchtet blau. Hey, das ist mein Text. Tja, ich hab ihn dir weggenommen. Oh, Menno! Warte mal, kann das sein, dass wir das sogar... Wann haben wir das denn aufgenommen? Hatten wir da schon mit Ace Attorney angefangen? Weil, ich bin mir gerade nicht sicher, ob dieser Sound dann dementsprechend schon vorgegriffen war für etwas, was dann noch kommen würde. Moment mal! Nee, doch nicht. Das war definitiv so betont wie ein Moment mal aus... Ja. 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 Definitiv. Ja. 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 Boah, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich hab hier den perverses Lachen. Hab ich auch nur dir zur Liebe aufgenommen. Ja. Ich hab hier noch perverses Lachen. Hä, hey, dafür hatten wir einen Sound? Was wir alle Sounds haben. Ja. Hä, hey, dafür hatten wir einen Sound? Ja, für das, was wir alles für Sounds haben. Das habe ich nicht gesagt. Das war der Sound. Okay. Es sieht aus wie ein Übersichtsplan. Ja, es sieht aus wie ein Übersichtsplan. Übersichtsplan der Patrouillen, der Wachen. Aus. Ich war auch verwirrt. Ja. Plan der Patrouillen, der Wachen? Was denn jetzt? Soweit ich hier sehen kann, wechseln sie sich ab, um den Turm rund um die Uhr zu bewachen. Moment, also die haben aber einen Turm... Aber was ist mit dem Hintereingang? Warum haben die einen Turm rund um eine Uhr gebaut? Das ist ein Uhrturm. Aber baut man da nicht die Uhr eigentlich in den Turm ein und... Ach so! Ah, klar, wenn man die Turmuhr in den Turm einbaut, dann ist der Turm ja rund um die Uhr. Ja. Ja. Und da laufen die dann rum. Ja. Oh Mann. Also es ist ein Uhrturm, okay. Ist das wirklich ein Uhrturm? Mit einer Turmuhr. Ja, gab's das da oder ist das gerade ein Irrtum? Das ist ein Irrtum. Ein Uhrturm. Ein Uhrturm, ah, so. Warte mal, das sind doch diese Bäume, die laufen können. Was? Uhrturm? Uhrturm, ja. Ich denke bei was? Uhrturm irgendwie an laufende Bäume. Wandelnde Bäume. Die auch Ents gibt's ja auch, aber. Ja, aber wo die Uhrturm heißen? Ich glaube ein. Doch, also ich kenne auch diesen Begriff für. Ich kann mal ein Bild da... Ich kann das mal googeln. Nein, ich mach weiter. Nicht mal ablenken. Ein. Hä? Füg mal ein. Wie? Ah, das meinst du! Ja. Weiter. Okay. Sie bewachen also rund um die Uhr? Aber wieso? Und wieso ihn? Keine Ahnung. Das Wichtigste daran ist... Wie haben sie diesen Turm um eine Uhr herum gebaut? Ja. Erst war die Uhr da, dann der Turm.
Die Uhr schwebte erst einfach in der Luft. Nee, dass dieser Ort zur Zeit des Vorfalls, war ich da Walsam von Walsam und Walsam? Oder soll ich wieder Dominika sprechen? Ich finde Dominika gut. Okay, streng bewacht, war. Du hast ja so sagen, es wäre unmöglich, einfach durch die Tür in den Turm zu gelangen. Ja, sonst wäre es ein Turm. Genau. Egal, es wäre wohl eine gute Idee, den Plan der Patrouillen erstmal zu behalten. Also, wo waren wir? Ach ja, auf zum Tatort. Machen wir uns auf den Weg, bevor noch ein Blödmann in der Blechdose auftaucht. Ich meine, warte mal, was? Achso, Blödmann in der Blechdose auftaucht. Aufzeichnungen der Wachen zu den Gegenständen hinzugefügt. Jo. Okay, jetzt ist das schon alles gewesen. Da glitzert was. Das wolltest du doch letztens schon aufheben. Ja, jetzt kann ich, wenn die fertig sind. Es sieht so aus, als hätten sie am Tatort nichts angerührt. Ja, sogar das Mädel, das Becky auf sie geworfen hat, ist noch überall. Da ist ein Schreibfehler. Überall? Was? Wieso? Die haben irgendwie Probleme mit das und das in dem Spiel. Oh ja, tatsächlich, ja. Da, sogar das Mehl, eigentlich das mit einem S, weil es sich auf Mehl bezieht. Ey, wir müssen hier, weißt du, die hätten auch mal jetzt das große SZ einfügen können. Einfach nur so. Ja. Das wurde früher auch mal mit SZ geschrieben. Aber nicht das, der Artikel, sondern dieses andere. Was ist denn das andere? Da, also das mit Doppel-S, was ist das für eine Wortart? Weiß ich nicht. Nicht mehr. Oh, na dann, ich auch nicht mehr. Ist zu lange her. Ein Nachkommawort, nein, was? Ein Nachkommawort? Ja, das ist eine ganz, ganz offizielle Wortart. Das vielleicht ist ein Nachkommawort. Vielleicht eine Konjunktion? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich hab mich damit auch irgendwie, also ich habe das nie gerafft. Leider. Das ist auch alles sehr undurchsichtig, ja. Finde ich. Also mir reicht es, dass ich weiß, wie man etwas schreibt und ja. 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 Wann man wie schreibt und dass dieses das ja tatsächlich falsch ist. Das hätte ich jetzt aber übersehen, ehrlich gesagt. Ach, Joey, Moment kurz. Ja. Oh, das ist so süß. Mehl ist noch überall verteilt. Ja, was kann ich denn machen? Dann mache ich halt mit Soundmark weiter. Das ist nur ein Soundfall. Ich bin eigentlich gar nicht da. Hä, dafür hatten wir einen Sound? So ein Mist! Nee, ich wollte doch eigentlich... Stimmt. Was machen wir denn jetzt? Wie wär's noch mit irgendwas total Strangem, was ich nie sagen würde und noch nie gesagt habe? Irgendwas total Seltsames. Ja, sowas wie... In der Tat. In der Tat. Gut gemacht, Marc. Blödmann. So, da bin ich wieder. Ja. Hast du mich selbst vertreten lassen? Ja, hab ich. Blödmann. Blödmann! Blödmann! Ah, schön. Du merkst, du wirst hier eventuell bald arbeitslos. Ich merk schon. Menno! Ach, okay, also, Becky's Mail. Da, meine Kamera, was ist da denn passiert? Was denn wo? Ist umgefallen. Achso. Egal, Aufstehen hängen geblieben oder so. Moment. Ach Mensch. Ist schon lustig. Ja. 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 Ja.
Ich kann noch immer nicht glauben, dass sie sich mit voll bewaffneten Wachen angelegt hat. Mit voll bewaffneten Waffen. Ach, das bin ja ich. Ja. Mit nichts als einem mit nichts weiter als einem Sack Müll und Nudelholz. Mit einem Sack und einer Nudel. Ja. Das zeigt, wie sehr sich Becky um Sophie sorgt. Hm? Oder wie streitlustig sie ist. Ja, letztes war ja auch Hamburg, G20. Natürlich ist sie das. Natürlich ist sie streitsüchtig, ja. Letztendlich ist Sophie praktisch ein Teil der Familie. Noch ein Grund, wieso wir Sophie retten müssen, Nick. Das stimmt. Im Übrigen, kennst du diese Werbeplakate, auf denen steht weniger müssen? Sind die von Granofink oder so? Ja. Echt? Ja, ja, wirklich. Oh. War mal eine Zeit lang vor allem in Zügen, habe ich's gesehen. Hm. Worauf warten wir dann? Packen wir die Lupe aus und beginnen die Suche. Klick mal da drauf, Nick. Ja, genau. So, erstmal. Was ist das? Blaues Licht? Nee, eine Steuertafel. Damit haben die früher ihre Steuern gemacht, weil Papier gab's noch nicht. Oh Mann. Papier war Luxus und dem Schöpfer vorbehalten. Genau. Und deswegen mussten alle ihre Steuererklärung auf einer Tafel machen. Oh, der hier kriegt eine Erstattung. Ich frage mich, was man damit steuern kann. Geldflüsse. Menschen. Geldflüsse Staaten. Kann man... Ja, man kann damit Geldflüsse umleiten oder sowas. Staustufen einbauen. Genau. Aber wenn es eine Steuertafel ist, soll es nicht Knöpfe oder Hebel geben? Moment mal! Was ist das? Meinst du... Moment mal! Hä, dafür hatten wir einen Sound? Okay, was? Oh, Menno! Menno! Warte mal, Hä, dafür haben wir keinen Sound? Oh, Menno! Hä, dafür hatten wir doch einen Sound? Hä, dafür haben wir keinen Sound? Ha! Hä, dafür hatten wir einen weiter. Sound? Ja, weiter! Wir könnten wahrscheinlich irgendwie... Das, hätten wir es vernünftig gemacht, hätten wir jetzt 8 Minuten gebraucht oder so, statt 28. Ja. Hier ist eine Art... Vertiefung. Hey, Nick, hör auf damit! Nicht meine! Es sieht so aus, als würde hier etwas hin... Nein, Nick, nein! Aua, mein Fuß! Gut gemacht, Maya. Diese Vergewaltigung. Ich habe etwas in dieser Form schon einmal gesehen. Aha. Was ist denn, Nick? Oh, nichts. Sehen wir uns weiter um. Ja, genau. Was ist hier? Noch eine Vertiefung. Hey, das sieht aus, als wäre es eine Skizze des Turms. Besser als eine Turme des Skizzen. Das stimmt, aber ich denke nicht, dass ich sie vorher hier gesehen habe. Ich habe irgendwie gerade einen Frosch im Hals. Ich schätze, die Wachen haben sie für ihre Untersuchungen benutzt und sie hier gelassen. Moment, vielleicht ist es ja keine Skizze, sondern ein Übersichtsplan. Hm. Ja, auf jeden Fall hier gelassen, als sie gegangen sind. Ich hätte gerne auch wieder Soundgewalt, und zwar über einen Sound. Übersichtsplan! Ah, den habe ich nicht. Na, den kannst du ja jederzeit selber sagen. Ja, eben. Oder, hey, Junge! Aber ich nicht. Ja, aber ich nicht. Ja, stimmt. Den kannst du nicht sagen, nee. Hey, Junge! Also, schon, aber der klingt nicht wie bei dir. Oh.